Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 21. Wir sind zurück bei der Escape from Castle Jackenstein Serie. Die Cavernous Cathedral Part 4 steht an. Es gibt 3 Sterne zu holen. Wir sollen einen Passing Touchdown in 5 Spielzügen erzielen. Wir bekommen einen Bonus, wenn wir dabei nicht mehr als 2 Incompletions haben. Da sehen wir unseren Quarterback Randall Cunningham. Es geht gegen die Arizona Cardinals. Es steht 0:0. Im ersten Quarter, wir haben den Ball an der eigenen 42-Yard-Linie. Also 5 Plays für einen Passing TD. Und auf die Incompletions achten. Wir starten mit dem Wire Sale. Achten auf Cooper und Lamb. Und auf Sanders, der aus dem Backfield kommt. Wir gehen tief. Oh, der ist gut verteidigt. Das ist die erste Incompletion. War jetzt der Versuch, mal tief zu gehen. 2010. Johnson von links, Cooper von der rechten Seite. Klassisches Land Routes. Johnson bekommt den Ball. Wir sind an der 29-Yard-Linie. Das war das zweite Play. Wir bleiben bei Slants, jetzt aber ein Double Slant. Zwei Mann jetzt von der linken Seite. Der Ball raus zu Amari Cooper. Und das ist der Touchdown für die Dallas Cowboys. Im dritten Play haben wir ihn jetzt schon erzielt. Aber das müsste ja... Das ist kein Touchdown. Das ist nicht wahr. Wir sind an der 1-Yard-Linie. Der ist doch in die Endzone gefallen, Amari Cooper. Unglaublich. Cooper von links auf einer Slant. Wir achten auf Gonzalez, den Tight End. Als Sicherungsoption. Cooper frei. Und hält den Ball nicht fest. Second and goal. Cooper von links. Diesmal achten wir, glaube ich, mehrmal auf Gonzalez. Und jetzt hat er ihn. Mein Gott, da macht das spannend, Amari Cooper. Erst erzielt er nicht den Touchdown. Dann ist der Ball komplett frei in der Endzone fallen. Aber jetzt greift er zu. Da ist der 4. Stern. Maximum Stars geholt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.